Krieg der Bauern. Ein Kampf gegen die politische Unterdrückung. Kapitel 1. Der Funke des Unbehagens. Es war der 8. Januar, ein kalter Wintermorgen, der das Unbehagen in den Herzen der hart arbeitenden Mittelschicht entfachte. Seit Jahren litten sie unter der finanziellen Ausblutung durch eine unheilvolle Allianz rot-grün-gelber Verbrecherpolitiker. Diese skrupellosen Gestalten schienen für ihre egoistischen Ziele über Leichen zu gehen. In ihrem Streben nach persönlichem Gewinn belogen sie die Bürgerinnen und Bürger ohne die geringste Reue. Der Reichtum der Nation wurde in die Taschen einiger weniger umgeleitet, während die Masse unter einem Sumpf von Diskriminierung, Ausgrenzung und einem wuchernden Netz von Verboten, bestochenen Richtern und kriminellen Machenschaften erstickte. Der Mittelstand wurde in die Knie gezwungen. Eigentumsverluste, Steuererhöhungen, niedrige Löhne und steigende Preise waren nur einige der Geißeln, die über das Volk hereinbrachen. Die Politiker hatten ein perfides Talent entwickelt, Solidarität mit Unterdrückung zu verwechseln. Die traurige Ironie spiegelte sich in einer Gesellschaft wider, in der Kriminelle ungestraft ihren illegalen Geschäften nachgehen konnten, während ehrliche Menschen aufpassen mussten, dass ihre Worte nicht als Vergehen gegen die etablierte Ordnung ausgelegt wurden. Ein Hauch von DDR-Diktatur lag in der Luft. Die Menschen waren gezwungen, ihre Meinung zu verschlucken, um nicht ins Visier der Unterdrücker zu geraten. Die Menschen hungerten, das Land erstickte unter der Last des Unrechts. Betriebe schlossen, weil sie ihre Arbeiter nicht mehr bezahlen konnten. Gute Menschen wurden obdachlos und verloren ihre Existenz auf den eisigen Straßen. Frauen lebten in Angst und Kinder waren die stummen Zeugen des Elends, das politische Entscheidungen über sie gebracht hatten. Aber die Politiker, weit entfernt von den Sorgen des Volkes, lebten weiterhin in ihrem goldenen Käfig, unberührt von der Realität derer, die sie angeblich vertreten. Doch dann, an jenem symbolträchtigen 8. Januar, erhoben sich die Bauern. Ein Ruck ging durch das Land, als sich der Mittelstand, der Einzelhandel und viele Handwerksbetriebe zusammenschlossen. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg in die Hauptstadt, wo die kriminelle Vereinigung ihren Ursprung hatte. Millionen Menschen strömten herbei, belagerten den Regierungssitz und errichteten Barrikaden. Der Gestank von Kuhinereien lag in der Luft, als die Überreste der Tiere über die Regierungsgebäude verstreut wurden. Die Menschen waren wütend und ihre Wut brodelte wie ein unkontrollierbarer Vulkanausbruch. Kapitel 2: Die Belagerung der Unzufriedenen. 3 Tage dauerte die Belagerung, die in die Geschichtsbücher eingehen sollte. Die Bauern und ihre Verbündeten umzingelten die Hauptstadt und errichteten ein beeindruckendes Netz von Barrikaden, die alle Ausgänge versperrten. Die Hauptstadt, einst das Zentrum der politischen Macht, wurde zum Symbol des Widerstands, umgeben von einem Meer von Menschen, die genug hatten. Die Belagerung war nicht nur physisch, sondern auch symbolisch. Die in den Regierungsgebäuden verstreuten Reste der Kuhkäfige wurden zu stummen Zeugen der Unzufriedenheit des Volkes. Der Gestank erinnerte die Politiker daran, dass sich die Realitäten des Lebens nicht so leicht verbergen ließen wie ihre Lügen. Scheiterhaufen wurden errichtet, nicht um Menschen zu verbrennen, sondern als Mahnmal, als Symbol für den Wunsch nach Veränderung und Gerechtigkeit. Die Menschen hatten genug von leeren Versprechungen, von Ungerechtigkeit und der Missachtung ihrer Grundrechte. Aus dem Funken, der am 8. Januar gezündet wurde, war ein loderndes Feuer geworden, das nicht mehr zu löschen war. Doch die Politiker wollten nicht kampflos aufgeben. Sie verschanzten sich in ihren Amtsstuben, von denen aus sie das Land jahrelang ausgeplündert hatten. In ihrer Verzweiflung griffen die Politiker zu drastischen Maßnahmen. Sie versuchten, die Menschen mit Drohungen einzuschüchtern, aber das Volk war entschlossen. Die Bauern und ihre Verbündeten hielten Stand, der Zusammenhalt stärkte ihre Entschlossenheit. Nicht nur das Bürgertum, sondern auch der Handel und viele Handwerksbetriebe schlossen sich dem Aufstand an. Die Belagerung war nicht nur physischer Druck, sondern auch ein kollektiver Aufschrei gegen Ungerechtigkeit. Die Regierungsgebäude waren von einem Meer von Menschen umgeben, die lautstark ihre Forderungen nach Gerechtigkeit, Freiheit und einer Regierung, die ihre Interessen vertritt, verkündeten. Fenster zersprangen unter dem Druck der Steine, die die Wut der Menschen zum Ausdruck brachten. Die Politiker, die sich ihrer Macht so sicher waren, waren isoliert und verängstigt. Die Fassade der Unantastbarkeit begann zu bröckeln, als das Volk seine Macht spürte und seine Stimme erhob.
Die Bauern hatten nicht nur die Residenz belagert, sondern auch die Herzen und Seelen der Menschen im ganzen Land erobert. Solidarität und Einigkeit waren ihre Waffen. Und die Politiker standen vor der Wahl. Entweder sie gaben nach und hörten auf die Stimme des Volkes, oder sie riskierten den völligen Zusammenbruch ihres Machtgefüges. Kapitel 3: Der Sieg der Freiheit und der Aufbruch in eine neue Zeit. Die Sonne ging über der belagerten Hauptstadt auf, als die Menschen in ihren selbst errichteten Zeltlagern ausharrten. Die Spannung in der Luft war greifbar, während die Bauern, das Bürgertum und ihre Verbündeten auf den Moment warteten, der das Ende der Tyrannenherrschaft bedeuten könnte. Am 8. Januar hatte nicht nur eine Belagerung begonnen, sondern eine Revolution, die das Schicksal des Landes verändern sollte. Die Politiker, gefangen in ihren Amtsstuben, versuchten verzweifelt zu verhandeln. Doch das Volk war nicht bereit, sich mit leeren Versprechungen abspeisen zu lassen. Es hatte genug von jahrelanger Ausbeutung, Lügen und Unterdrückung. Bauernführer und Sprecher der Mittelschicht traten vor die Menge und verkündeten die Bedingungen für einen Waffenstillstand. Den Politikern blieb nichts anderes übrig, als dem Druck nachzugeben. Vor den Augen der Belagerer und des ganzen Volkes unterzeichneten die Politiker ihren Rücktritt. Ein Aufatmen ging durch die Menge, aber die Menschen wussten, dass dies erst der Anfang war. Die Politiker mögen zurückgetreten sein, aber das Land stand vor der Herausforderung, eine neue Regierungsära einzuleiten. Die Bauern und ihre Verbündeten drangen in die verlassenen Amtsstuben ein. Die Mauern, einst Zeugen von Korruption und Machtmissbrauch, sollten nun den Beginn einer transparenten und gerechten Regierung symbolisieren. Doch die Aufgabe war gewaltig. Das Land war vorübergehend ohne Regierung. Und die Bauern und die Mittelschicht mussten nun dafür sorgen, dass der Übergang so reibungslos wie möglich verlief. In den folgenden Tagen bildeten die Bauern und ihre Verbündeten eine provisorische Regierung, die die Interessen des Volkes vertreten sollte. Es war eine Zeit der Ungewissheit, aber auch der Hoffnung. Die Belagerer hatten nicht nur einen politischen Wandel erzwungen, sondern auch eine Veränderung im Denken der Menschen bewirkt. Die Stimme des Volkes war nicht mehr zu überhören, die Zeit der Unterdrückung schien vorbei. Die Bauern traten als Hüter der neuen Ordnung auf. Sie sorgten dafür, dass ehemals korrupte Richter ihres Amtes enthoben und zu Unrecht Verurteilte freigelassen wurden. Das Land erlebte eine Welle der Befreiung, als unschuldige Menschen aus den Gefängnissen strömten und ihre Familien in die Arme schlossen. Die Straßen, die einst durch die Kälte des Winters und die Unterdrückung erstarrt waren, erwachten zu neuem Leben. Die einst Hungernden fanden Nahrung und Wohlstand. Das ihnen geraubte Eigentum kehrte zurück und die freie Meinungsäußerung wurde zu einem Grundrecht. Aber die Bauern und ihre Verbündeten wussten, dass die Zukunft des Landes von entscheidender Bedeutung war. Die provisorische Regierung begann, den Beruf des Politikers zu reformieren. Eine 6-jährige Ausbildung wurde eingeführt, insbesondere im sozialen Bereich. Transparenz, Rechenschaftspflicht und das Wohl des Volkes standen im Mittelpunkt der Reformen. Die Bauernführer, einst einfache Leute, wurden zu Symbolen des Wandels. Sie hatten nicht nur ihre Felder bestellt, sondern auch die politischen Geschicke ihres Landes mitbestimmt. Die Revolution war nicht nur ein Ereignis, sondern eine Bewegung, die das Bewusstsein der Nation veränderte. Das Land trat in eine Ära der Erneuerung ein, in der die Freiheit des Einzelnen respektiert wurde und die Regierung dem Wohl des Volkes verpflichtet war. Die Belagerung, die am 8. Januar begann, wurde zu einem Wendepunkt in der Geschichte des Landes, zu einem Symbol für den Triumph der Freiheit über die Tyrannei.